Scheiße, wollen wir noch mal kämpfen. Alter, nur weil ich jetzt ein Stück daneben gegangen bin, zieht Nami jetzt hier wieder rum. Alter. Vorhin konnte ich da jetzt auch zu denen gehen. Ich muss sowieso mal auf der Karte gucken, ob ich hier noch irgendwas abgeschlossen habe. Ich glaube nicht. Jetzt muss ich selber noch mal kurz. Ja, okay, jetzt ist der Punkt irgendwie weg bei denen, aber die waren da hinten auf jeden Fall, das weiß ich. Und da hinten haben wir wieder ein Lager. Also an sich sollten wir die Zutaten doch safe haben, eigentlich. Ah, da hinten sind sie doch wieder. So. Cool. Sie sagt, Sandoa Echsensteak, das sieht so lecker aus. Okay, es dauert nicht mehr lang. Wir brauchen Grundsteinsalz und Sandoa Echsensteak. Na los, verschwenden wir keine Zeit. Hä, als ob wir das nicht haben. Wir haben doch die Items. Oder nicht? Bällchen. Komisch. Ah, hier kann man auch noch die anderen Sachen sehen. Material. Gewöhnliche Nudeln. Vogelei und Gesteinsalz. Ja, das haben wir doch, das haben wir. Wir brauchen nur dieses Sandora Echsenfleisch, glaube ich, eventuell, wenn. Aber eigentlich soll. Hä, doch, wir haben das doch. Warum geht das denn nicht? Wir haben es doch. Das ist eigentlich komisch. Wir müssten mal bei Aufgaben gucken. Schlüssel. Schlüsselgegenstände. Hier. Nebengeschichten abgeschlossen. Wir haben hier noch drei Kopfgeld hier offen. Ah, die sind ja hier nicht, weil die werden ja auf der Karte angezeigt. Also das Kopfgeld. Der Wunsch eines Jungen haben wir abgeschlossen. Haben wir auch alle abgeschlossen. Hier sind noch zwei offen. Die Wahrheit über Wimper. Erkläre sein im Zentrum der Wüste, dass wir die Sandora-Echse gegessen haben, die wir für ihn finden sollten. Ach so, ja. Ah, das machen wir jetzt natürlich nicht. Koch etwas. Meister und Schülerrückkampf. Komfortraum. Ah, da steht, was wir bekommen. Bereite Sandora-Echsen-Steak zu und. Ach so, wir haben die Zutaten, müssen aber zu der Kochstelle, also wo wir kochen können, und erst dann geht das auch. Jetzt habe ich es verstanden. Okay. Ja, okay, macht natürlich irgendwo auch Sinn, und servier es den Komfortraum, um sie da zuzubringen, dich in Ruhe zu lassen. Ja, okay, jetzt habe ich es verstanden, warum das nicht geht. Ja, kochen können wir halt wirklich nur dann auf der Insel da. Und da will ich jetzt nicht wieder zurück, also das würde nämlich auch viel zu lange dauern, deswegen machen wir das nicht. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen, wir gehen jetzt, weil wenn wir jetzt hier irgendwo hier anders lang gehen, dann wird Nami wieder herumschwimmen bestimmt. Ja, das sage ich doch. Ja, das heißt, wir müssen da jetzt erstmal hin. Na toll, dabei hatten wir es gerade über diesen zerlüfteten Berg geschafft. Sieht aus wie Treibsand. Angesichts der großen Ordnung muss die Strömung ziemlich stark sein. Wir müssen wohl davon ausgehen, dass wir nicht einfach so durchlaufen können.
Das ist problematisch. Wie sollen wir jetzt nach Rainbase kommen? Hoffentlich geht es Vivi gut. Versuchen wir es etwas weiter im Norden. Ah, ja, da hinten dann müssen wir dann hin. Dann können wir da ja sowieso dann auch endlich mal lang. Weil wollte ich ja auch eh noch hin. Begib dich nach Norden. Irgendwelche zwei Typen. Ja. Oder ist eine Frau? Ich sage dir, ich habe es gesehen. Warum glaubst du mir nicht? Ja, aber wer glaubt das schon, dass ein von einer großen Schildkröte gezogenes, geheimnisvolles Fahrzeug den Treibsand durchquert hat und auf dem Weg nach Nanohana ist? Ja, das ist eine Frau. Ah, hier ist eine Schatzkiste. Nice. Mal wieder ein bisschen Berry. Mal wieder zu Wolfie wechseln. Er kann nämlich am schnellsten Items aufsammeln. So, jetzt geht es wieder zu Fuß weiter. Alles in Ordnung, Lim. Trink mal was. Danke, mir geht's gut. Hier sind aber echt viele Skorpione. Sandy-Ruinen des nördlichen Wachturms. Diese Ruinen, es scheint, als wären sie nur ein Teil eines größeren Gebäudes. Liegt der Rest etwa unter all dem Sand begraben? Höchstwahrscheinlich. Man kann sogar noch sehen, dass es rund um diese Ruine mal Straßen gab. Das war einst eine große Stadt. Nice. Dieses Gebäude stand in ihrer Mitte. Und jetzt ist alles von Sand bedeckt. Das ist doch verrückt. Ja. Eine Schatzkiste. Riesiges Lora-Vogelei. Zweimal. Nice. Kann ich da hoch? Ja. Irgendwie nicht. Eine Oase. Was wo? Bisschen Tomate. Noch einer. Ach nee, das ist ein Bergbandit. Ja,
Eis. Hier einfach so ein Hügel ist, lol. Ist auch eine riesige Wüste hier. War schon echt groß. Da ist auch noch eine Pflanze. Ah, hier ist mal jemand zum Reden. Ich warne die Leute, wenn ein Skorpion in der Nähe der Oase kommt. Das ist mein Job. Okay. Cool. Essigblume. Ah, hier ist wirklich so eine kleine Oase. Uiuiui. Ah, scheiße, die hat mich erwischt. Egal. Die Pflanzen werde ich auch in den Weg hauen. Nami hat, glaube ich, den größten Vorteil gegen sie. Thunderbolt! Ah, unser Team Attack ist verfügbar. Oh mein Gott. Es ist Zeit, dass Lissop mal, Chopper mal wieder aufgeheilt wird. So. Aus dem aus. Ja, die machen schon heftigen Angriff. Okay, kein Aufstieg. Ah, hier ist eine Schatzkiste. Aromakraut. Schade, meistens ist leider nicht das drin, was man eigentlich gerne haben will. Hier noch so gibt. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Da war ich letztens auch schon mal. Da sind wieder die Kung-Fu-Bomben.
müsste ich jetzt langsam überall gewesen sein. Ja. Kann ich da eigentlich irgendwie hoch oder rüber? Von hier aus leider nicht. Nee, leider nicht. Ich krieg hier irgendwie einen Weg hoch. Nee. Nee. Schade, dann nicht. Mit hier so einer Lisa-Ding-Viech.